Again, it's Sai Totti. He's everywhere in Berlin right now, and I'm waiting for an interview with this guy. He's the founder of this organization, who is playing a big role at the moment, trying to change, to actively change in our governmental activities regarding our climate change. So, let's wait until these guys are finished. And Sai Totti is—he's everywhere. He's enjoying Berlin. And it's about climate emergency. So we are going to the parliament in Berlin and say, you have to declare a climate emergency because the situation, we are in a climate crisis, you have to act now, and we cannot longer wait. Declare climate emergency. So we are here for doing that. Sai Totti. Yeah, climate action. I meet you everywhere at the moment in Berlin. So have you been here the whole time now? No, actually I was in the co-working space that I work with. Okay. My friend of mine called Malte. I came the last minute that they were saying. Oh, the last minute. Yeah. Okay, so you missed Greta. Yes, yeah. Greta. Okay. You're the great one here in our. It's great to have you here. Thank you, bro. I had a really good time. Awesome. I had a really good time. I was unfortunately a little bit too late to see Greta today. Greta Thunberg, yes, I couldn't make it. So, but here with me, this is Marco. And Marco is the founder of Klimanotstand, climate emergency. Yes, it is an emergency situation that we are in right now. So, but I will put some... We have to switch to German right now, but I will find a solution for that. This was the Fridays for Future event here in Berlin. Yeah. What is Fridays for Future? Schön. Auf Deutsch, jetzt mit Untertiteln. In den Subtitles, genau, alles nachzulesen, Translation. Fridays for Future ist entstanden letztes Jahr im September. Ja. Greta Thunberg, die ja heute auch hier war in Berlin. Ja. Hat sich im August schon 3 Wochen vor das schwedische Parlament gesetzt und hat gesagt, tut was fürs Klima. Ich bleibe hier so lange sitzen, bis ihr was tut. Nach 3 Wochen waren dann schwedische Wahlen und anschließend hat sie gesagt, das Ergebnis passt mir nicht, hier wird immer noch nicht gehandelt, ich setze meinen Streik fort, mache das aber nicht mehr täglich, sondern mache das jetzt jeden Freitag. Ja. Sodass wir seit September 2018 einen Fridays for Future Protest haben, ausgehend von Schweden. Ja. Der dann auch weltweit jetzt Wurzeln geschlagen hat. Hier in Berlin sehr groß. Es wird ja vor allen Dingen von Schülerinnen und Schülern getragen. Ja. Es gibt Parents for Future, Scientists for Future natürlich mit 25.000 Mitgliedern. Also ist eine Riesenbewegung entstanden. Ja. Aus diesen ganzen Bewegungen ist dann auch ein Schlagwort hervorgegangen, das sich Climate Emergency nannte. Im Ausland haben dann einige Städte angefangen, tatsächlich diesen Klimanotstand auch zu erklären oder auszurufen. Ja. Und wir haben dann diese Initiative im April hier gestartet in Berlin. Wir fordern die Politik auf, das Thema ernst zu nehmen und diesen Klimanotstand auszurufen, um damit auch zu zeigen, das hat höchste Priorität. Bei allen Entscheidungen, die zukünftig getroffen werden, ist das Klima mit zu berücksichtigen. Ja, very nice, well said. Thank you very much. Was für Tipps kannst du denn den Leuten mitgeben? Jetzt nicht nur natürlich in Deutschland, sondern weltweit. Also auch die ganzen Zuschauer da draußen in Nigeria, in Ghana und so weiter. Was jeder selber machen kann, um da mitzuwirken. Treibhausgase wurden vor allen Dingen von den Industriestaaten in die Atmosphäre gepustet. Das müssen wir hier machen. Wir sind hier verantwortlich. Wir müssen unseren Lebensstil ändern. Ja. Wir müssen unsere Politik ändern. Wir müssen laut werden. Wir müssen auf die Straße gehen. Würde Menschen in Afrika, ich persönlich,
keine Tipps geben wollen, was sie zu tun haben, weil sie nicht groß mitverantwortlich sind dafür, wie der Zustand des Klimas jetzt ist, dass drüber reden mit Freunden, mit Familie, das ist ganz wichtig. Das könnt ihr auch in Afrika machen. Werdet laut, schickt die Botschaft zu uns nach Europa ja. und in alle anderen Industriestaaten, damit wir hören, was ihr denkt, was ihr von uns fordert, weil das wird noch viel zu wenig ja. gemacht. Ja. Hier Menschen, jeder von uns kann sich seinen eigenen Einfluss aufs Klima mal ausrechnen. Ja. Es gibt CO2-Rechner, dann bekommt man da so ein Ergebnis, was ist mein eigener Fußabdruck, ja. wie viel Treibhausgase stoße ich aus. Und dann gibt es die ganz alte Regel, nicht fliegen, kein Fleisch essen, nicht Auto fahren. Das sind so die ersten drei Sachen, ja. die jeder ja. machen ja. kann. Das ist Selbstbeschränkung, die aber notwendig ist angesichts der drohenden Klimakatastrophe. Ja. Und alles Weitere, werdet politisch aktiv. Wer aktiv ja. ist, hat es verstanden. Der ja. geht auf die Straße, der demonstriert und lässt von sich hören. Ja, was man überall weltweit machen kann, und das, du hast es ja schon gesagt, laut werden, ja. seine Stimme erheben, auch Social Media ein guter Kanal sein kann, um, ja. um da einfach ja, seine Message rauszubringen und, ja. und mit jedem zu teilen. Aber eins ist klar, das Klima wird nicht im Internet gerettet. Ja. Das wird nicht auf Twitter gerettet, nicht ja. auf Insta und nicht auf Facebook. Ja. Das Klima wird im wahren Leben gerettet. Also da müsst ihr rausgehen, müsst mit Menschen sprechen, müsst was tun, ja. handeln. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, das war schon super. Danke. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Und wann können wir da mit ersten Ergebnissen rechnen? Kann man das so sagen? Ja, ja? Wir sammeln Unterschriften, brauchen 20.000, sammeln bis zum 15. August 2019, also dieses ja. Jahr. Und dann übergeben wir die ganzen Unterschriften mit einem Antrag ans Berliner Parlament, mit dem Antrag, den Klimanotstand auszurufen. Und im September gehen wir mit allen anderen mit auf die Straße, 20. September ist ja Global Strike. Okay. Macht das auch in Afrika. Ist das September? Okay, wir cool. merken es uns. Alles klar. Super. Marc, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Viel Erfolg Danke noch. Dir. Danke. Danke dir. Alrighty, that was interesting. Now I gotta hit the new place that I'm staying at. The new place where I'm going to spend the night. The next two nights, actually, by the way. It's Thomas' place. You know Thomas. If you're following me on Instagram, if you're still not doing this, make sure that you're following me on Instagram. Thomas is the guy who started traveling throughout Africa with an electrified motorbike, sponsored from a German company, with his girlfriend throughout 20 African countries. And in each country, he is trying to meet social entrepreneurs and change makers. And at the end of the trip, it will be more than 100 entrepreneurs and social change makers. He's also giving keynote speeches and workshops in his on his trip throughout all these countries to ensure that young people in Africa learn from these change makers how to become change makers themselves. Check out Africa X Project. That's the name on Instagram. He will be in Lagos soon, and I will definitely do some content with him. Check it out. Don't miss it.